Del Toddington-Rennen auf Hauptstadtsport TV wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Renntag in Mariendorf und es stehen einige interessante Entscheidungen an. Mit besonderer Spannung von Fans und Fahrern erwartet natürlich die beiden topdotierten Abdel Toddington-Rennen. 20.000 Euro gibt es jeweils zu verteilen, bei den Stuten im 7. Lauf genauso wie bei den Hengsten und Wallachen im 9. und letzten Rennen des Tages. Doch auch die übrigen Rennen bieten tollen Trabersport. Besonders zu erwähnen vielleicht das Ulrich-Equin-Rennen aus der internationalen 4- und 5-jährigen Serie. Favorit hier ist Houdini Newport mit der 1 in der Hand von Lokalmatador Michael Nimczek. Und der Goldhelm setzt sich auch gleich in Front, will das Rennen von der Spitze aus dominieren. Von den Tribünen hat sich nur Houdini-Diamant endgültig durchgesetzt und führt das Feld an. Doch der Wallach kann das Tempo nicht halten. Im Schlussbogen drängt die Konkurrenz in die Spitze. 500 Meter bis zum Ziel. Und im Schlussbogen zieht nun Gre Maximus vorbei an Houdini Newport. Hier kommt dann noch Misty Morning angeflogen. Kann noch eng werden. Aber Gre Maximus gewinnt doch sicher vor Misty Morning. Dritter wird Gameboy Newport. Gre Maximus in der Hand von Thorsten Tietz hier also siegreich. Im Abdel Toddington-Stutenrennen heißt der Favorit Isabella Bosshove. Fast 23.000 Euro hat die dreijährige Stute bisher eingefahren und entsprechend selbstbewusst und zuversichtlich gibt sich auch Trainer und Fahrer Dion Tesla. Normalerweise fahre ich mit Isabella in Front. Normalerweise, wenn das geht, wenn das nicht geht, kann ich auch von der Rücke ab. Das ist nicht so ein Problem. Kann von der Rücke, kann von der Spitze ab. Kein Problem. Die Pferde auf der Tribüne geraten und hier übernimmt nun die Favoritin das Kommando. Isabella Bosshove ist Form vor Lightning Bode. Problemlos setzt sich Isabella Bosshove auch zunächst in Front. Die zweite Favoritin Laura Vici in der Hand von Michael Nimczek hat keinen guten Start erwischt. Das Finale auf der Zielgeraden hat es dann aber in sich. Isabella Bosshove hat jetzt wieder die Nase vorne, aber außen die Schlussattacke von Laura Vici. Kommt bis zur Linie, Laura Vici ist vorbei. Laura Vici gewinnt vor Isabella Bosshove. Michael Nimczek holt sich also die Siegprämie und hat mit Laura Vici noch einiges vor. Ich denke schon, dass wir auf einem ganz guten Weg zum Derby sind, muss man ganz ehrlich sagen. Sie hat die Klasse dazu, sie hat das Herz dazu. Wenn sie gesund bleibt, ist unser Ziel, Anfang August hier zu stehen und mit Ambitionen dabei sein zu können. Großes Ziel Derby. Davon träumt auch Robin Backer, der sich mit seinem favorisierten Wallach Itzboko gute Chancen beim Tageshöhepunkt, dem Abdel Toddington-Rennen der Hengste und Wallache, ausrechnet. Natürlich komme ich gerne hier zum Berlin, zum Rennen zu fahren. Und für die großen Rennen ist es natürlich immer schön und ja, das ist die Weg nach Derby, so, wir sind gespannt. Doch das Rennen läuft gegen den Holländer und seinen Wallach. Noch 100 Meter bis zum Start. An der Spitze vom Start weg ein Pferd, das so richtig niemand auf dem Zettel hatte. Nun Chapter One ist vorn. Chapter One an der Spitze. Und Chapter One kann hier noch zulegen. Chapter One ganz klar voraus. Leichter Erfolg, überlegener Erfolg für Chapter One. For very impressive. Beeindruckender Start-Zielsieg also von Chapter One, der erst Anfang der Woche den Besitzer gewechselt hat und deshalb, anders als noch im Rennheft angekündigt, von Michael Larsson gelenkt wird. Als Favorit war er wohl nicht gehandelt, aber ich hatte schon ein großes Vertrauen in ihm. Das muss auch Neubesitzerin Karin Walter-Mommert gehabt haben, die mit ihrer Neuerwerbung sichtlich zufrieden ist. Da haben wir uns kurzfristig entschlossen, Anfang der Woche dieses Pferd noch in unseren Stall zu bringen und zu halten. Und wir sind natürlich sehr glücklich mit dem Ausgang des Rennens. Michael Larsson hat ihn perfekt vorgetragen. Und natürlich gibt es auch für Chapter One und Fahrer Michael Larsson nur ein Ziel. Ja, Richtung Derby. Klar, Derby ist das Hauptziel und das ist auch vollberechtigt für, ohne Frage. Es verspricht also ein spannender Sommer zu werden auf der Trabrennbahn in Mariendorf. Das Abdel Toddington-Rennen auf Hauptstadtsport TV wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.